Aus Fehlern wird man bekanntlich klug. Aber ich mag nicht gerne über Fehler reden, sondern ich möchte euch die wichtigsten Punkte zeigen, auf die man aufpassen muss, wenn man Dirndl näht für große Größen. Wir zeigen uns das Futter an. Erste Anprobe immer die Nähte außen. Also hat man es dann auch immer innen im Dirndl an. Ich setze jetzt Knopf- und Knopflochseite zusammen. Das ist die vordere Mitte. Da sitzt Knopf und Knopfloch. Das muss genau exakt zusammengesteckt sein. Das ist die erste Sache bei der Anprobe. Die vordere Mitte muss da sauber zusammengesteckt sein. Ich habe extra eine weiße Nähte gemacht, damit man das gut herzahlen kann, wo genau gesteckt ist. Knopf und Knopfloch. Wirklich eng genug entlang zusammenstecken, bevor man alles andere macht. Bis über die Taille oben. So, vordere Sache ist jetzt zu. Jetzt kann man schauen, was genau noch zu ändern ist. Da machen wir die Achselnaht, Schulternaht. Die müssen wir noch mehr aufmachen, weil an der Schulternaht, da kann man sehr viel regulieren. Oft einmal vom Rücken was wegnehmen oder vom Vorderteil. Und da kann man so viel ausgleichen. Das muss flach da liegen, von vorn her. Sehr gut. Dann liegt es da schon mal schön. Jetzt tun wir den Rücken umstecken. Die Naht nach innen biegen. Auch wieder feststecken. Dass das Vorderteil schön glatt da liegt. So, das ist die Schulternaht. Man kann auch das ganz gut erkennen, ja, und jeder Mensch hat zwei Seiten, die sind oft unterschiedlich und das kann man eben da alles ausgleichen. Weil da der vierer Stich hergenommen ist, jetzt kann ich da ganz leicht aufmachen und wieder neu. Den Rücken drauflegen auf das Vorderteil. Und wieder schön anstecken. So, Sie haben gesehen, dass die hintere Falte jetzt da sogar sehr gut wieder weggegangen ist. Machen wir noch eine Nadel rein, dann kann man es jetzt wieder, ja, sehr schön. Man sieht da die Schulternaht, eine Seite ist ein bisschen her, aber so ist der Mensch. Wieder gut runterziehen. Jetzt nehmen wir die vordere Seitenteil her. Da ist noch ein bisschen zu weit. Das steckt man auch weg. Da sieht man gut an der weißen Linie, dass man da noch ein bisschen was wegmachen muss. Das machen wir jetzt mit der Kreide. Und da ist eben so praktisch, wenn die Nähte außen sind, kann man das so gut wegnehmen. Weil das Futter hat man ja innen am Dirndlkorn so auch an.
Dann ist es auch praktisch, wenn nämlich da der richtige BH angezogen worden ist bei der Anprobe, dass man da eine gute Figur draus macht. Und der BH gehört halt dann auch immer zum Dirndlwand auch so angezogen. Das vordere Seitenteil habe ich jetzt da etwas breiter gemacht. Bei der Elfi wäre das zu weit. Und wichtig ist einfach immer die Brusthöhe, dass die da genau sitzt. Das wäre zu weit hinten, darum habe ich das nach vorne gesteckt. In der Taille ist gut, aber die Brusthöhe muss immer da vorne rumlaufen. Die Elfi hat jetzt nicht die ganz große Oberweite, darum sind wir da jetzt weiter reingegangen. Damit wieder der Brustpunkt stimmt. Hat jemand mehr Oberweite, dann braucht er natürlich das ganze Seitenteil. Da in dieser Stelle. Die Seitennaht, da kann man auch gut regulieren. Elfi, wie schaut es bei dir aus? Sollte man es bei dir noch enger machen? Ja, bitte, das ist mir zu weit. Ja. Da kann ich ganz gut nachgehen. Ja, das ist ganz ein Zentimeter, wo da mega geht. Ein Zentimeter mal zwei. An der Seitennaht kann man wieder viel regulieren. Ja. Wie war es jetzt? Jetzt ist es besser. Und dadurch, dass wir es mit einem großen Stich zusammengenäht haben, kann ich das jederzeit aufmachen und wieder nachhängen. So, jetzt haben wir das Seitenteil und jetzt gehen wir an den Rücken. Rücken liegt ganz gut. Ich darf jetzt noch da abzeichnen, wo man das, den Rücken schmäler macht. Also den Armabschnitt. Das mache ich nur auf einer Seite, weil man das dann beim Zuschneiden gegeneinander legen kann. Der Rücken hat diese Passpolnaht. Da können wir es jetzt gleich schneiden. Wenn jetzt jemand einen Rundrücken hat, muss man da an der Seitennaht das wieder regulieren. Stecke jetzt auch was rein, das könnte man tun. Ganz wichtig ist aber jetzt dann die Taille. Jetzt machen wir die Taille. Da braucht man das Taillenband. Muss man gut abziehen. Unterhalb dem Taillenband. Gut in die Taille. Bin ich richtig, Elfi? Ja, fühlt sich gut an. Super.
Ja. Somit hätten wir jetzt diese eine Seite abgesteckt mit den vielen Möglichkeiten, wo man jetzt da sich verändern kann. Da gehe ich ein kleines bisschen einer, damit man nicht so hoch ist, sonst verschwitzt man das Gewand so. So, jetzt können wir noch entscheiden, wie tief wir den Ausschnitt machen. Ich mache jetzt eine Zeichnung. Ich darf jetzt das so rund ausschneiden. Das kann man dann mit dem Oberstoff noch mal regulieren. Aber so war es jetzt schon mal leicht. Du kannst es aber so vertragen. Ich wollte gerade sagen, ich mag es tiefer. Ja. Das mache ich alles auf einer Seite, weil man ja das dann gegengleich legt und zuschneidet. Das waren jetzt ziemlich die Punkte, die man da beachten muss bei der Anprobe vom Futter. Wenn du unseren kostenlosen Videokurs ausprobieren willst, findest du den Link unten in der Beschreibung. Hier bekommst du auch am Ende des Gratiskurses eine Vorschau auf das, was in dem vollen Kurs Traditionelle Dirndlnähen enthalten ist. Über 10.000 Teilnehmer haben den kostenfreien Kurs, die 10 wichtigsten Punkte beim Dirndlnähen, bereits besucht. Und bis zum nächsten Video. Bleibt gesund, eure Rosmarie.